Ja, Andreas, wir sind jetzt hier in der Eifel unterwegs. Ich hätte mal gesagt, in deiner Eifel. Du lebst ja schon sehr lange hier. Diese Landschaft hier, die ist eigentlich charakteristisch für die Eifel. Du musst dir vorstellen, das ist ein riesiges Hochplateau. Also von hier bis runter 100 Kilometer nach Trier, das ist diese Richtung, ist das ein riesiges Plateau. Und in dieses Plateau hat sich natürlich im Laufe der Jahrmillionen haben sich hier Flüsse eingeschnitten, Bäche. Das Ganze ist ja auch vulkanischen Ursprungs. Hier hinten dieser Aremberg, dieser Vulkan hier, ist der dritthöchste oder größte Vulkankegel in der Eifel. Wenn du dir allein diesen Wald hier anschaust, guck dir das mal an hier, was hier an so einem Rand von so einem Wald alles steht. Ja. Cleo hat schon wieder was gefunden. Aha. Cleo ist ja sozusagen meine Spürnase. Also das, was ich gar nicht mitkriege, ja, weil es ganz klein ist, das nimmt sie halt mit ihrer Nase wahr. Seid ihr immer als Team unterwegs? Genau, das ist so ein bisschen, wir sind so als Team unterwegs. Andreas, was mich jetzt interessieren würde, deine Leidenschaft für Natur, draußen zu sein, unterwegs zu sein, du als Deutschlands bekanntester Tierfilmer, wo kommt das her? Werdet ihr das schon in die Wiege gelegt sozusagen? Ich bin im Thüringer Wald groß geworden, in Gotha geboren. Wir haben dann in Luisenthal gewohnt, in Oberhof am Rennsteig. Das ist dem einen oder anderen bekannt. Und ich bin praktisch im Wald groß geworden. So, und der Wald, der bedeutet für mich immer noch dasselbe, was er schon als Kind bedeutet. Er ist auf der einen Seite Rückzugsort. Ne? Hier gibt es immer was zu entdecken. Deutschland ist vielleicht in vielerlei Hinsicht verkannt bei Menschen, die jetzt nicht so ganz naturaffin sind. Also viele wandern gerne. Was mir immer auffällt, dass wenn ich so die ganzen Wanderer sehe, die haben nicht mal ein Fernglas dabei. Also wie will man sich für Tiere interessieren und Tiere bestimmen und erkennen, wenn man nicht mal so einen kleinen Gucker dabei hat und sagt, Donnerwetter, das habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Das ist ein Bluthänfling, ne? Wir haben jetzt gerade im Moment durch Corona-Zeit und das Ganze habe ich ja immer wieder auch gelesen, die Natur erholt sich, für die Natur ist das gerade gut. Kann es denn sein, dass das jetzt tatsächlich in so wenigen Wochen, Monaten irgendwas regenerieren kann? Also wer das glaubt, ja, dass das, was wir systematisch, bewusst oder unbewusst, in den letzten 70 Jahren zerstört haben, dass sich das in 3, 4 Monaten oder vielleicht in einem Jahr erholen kann, der ist ziemlich naiv und der hat die Natur nicht im geringsten verstanden. Ja. Du musst dir vorstellen, das, was in den letzten, nehmen wir mal die letzten 70 Jahre so, den Krieg vielleicht noch mit einbezogen. Das war die Zeit, wo es losging, dass Pestizide eingesetzt wurden. So, das heißt, Wälder und Felder, in erster Linie Ackerland, sind systematisch jedes Jahr mit Pestiziden, mit Fungiziden, also Pestizide ist ein Überbegriff, aber sagen wir mal mit Fungiziden, mit Insektiziden, mit Herbiziden behandelt worden, gespritzt worden. Diese Wälder hier übrigens auch. So, und wenn du das 1 oder 2 Jahre lang machst, dann kann das die Natur vielleicht noch wegstecken. 10 Jahre vielleicht auch noch. Aber wenn du es 70 Jahre lang machst, so altes DDT, also eines der schlimmsten Insektenbekämpfungsmittel, die wir hier hatten, ist das natürlich nicht in einer kurzen Zeit aufzuholen. Prozesse in der Natur sind viel langsamer, als wir immer denken. Wir in unserer modernen, schnellen, hektischen Welt glauben, dass das alles, wenn wir mal ein halbes Jahr pausieren, wir pausieren ja nicht wirklich, dann erholt sich das alles ganz schnell wieder. Und dann steht in irgendeiner Zeitung, sogar in einer seriösen, dass man ja vor Griechenland oder vor Korsika sind wieder Delfine oder Tümmler gesichtet worden. Meine Güte, die gab es da immer schon. Ja? So. Und die haben es noch nicht mal mitgekriegt, dass es Corona gibt. Die haben vielleicht gemerkt, es ist ein bisschen weniger Schiffsverkehr auf dem Mittelmeer oder irgendwo. Aber das, was wir eben, wie gesagt, so lange zerstört haben, das lässt sich nicht in kurzer Zeit wieder rückgängig machen. Wir Menschen sind eine der robustesten Arten, die es auf der Erde gibt. Wir können eine Menge ab, ja. Und wenn es uns dann mal wirklich richtig dreckig geht, dass wir sagen wir mal, wir kriegen einen Tumor oder haben Krebs oder einen Herzinfarkt oder zu hohen Blutdruck, haben wir Medikamente, wo wir das mit kompensieren und ausgleichen können. Das können Tiere nicht. Insofern sind in den letzten 20 Jahren unglaublich viele Arten verschwunden. Haben wir denn überhaupt eine reelle Chance, das aufzuhalten mit denen, wie wir als Mensch heutzutage unterwegs sind? Ja, sicher haben wir eine Chance, aber wir nutzen die Chance nicht. Ne? Also wir glauben, indem wir Müll trennen und Solaranlagen aufbauen und Windkraftgeneratoren, das ist auch gut so.
Weil wir tun ja auch eine Menge. Deutschland tut, wenn man es weltweit sieht, eigentlich für den Umweltschutz sogar noch sehr viel. Wir leben ja auch sehr kompakt und komprimiert in diesem Land. Die Ausnahme ist vielleicht die Eifel und der Hunsrück oder einige Gebiete in Mecklenburg oder Brandenburg. Aber ansonsten sind wir ja ziemlich kompakt hier unterwegs mit unseren über 80 Millionen Einwohnern. So, aber wenn man in andere Regionen geht, der Welt, ich rede jetzt nicht von den großen Weiten Kasachstans oder Nordamerikas, aber da, wo Menschen sehr kompakt leben, in Afrika, auf dem indischen Subkontinent, in Asien, speziell in Südostasien, da wird jeden Tag so viel Lebensraum zerstört und damit gehen eben auch Tier- und Pflanzenarten den Bach runter. Und das werden wir nicht mehr aufheben oder aufhalten können. Und wir wollen es ja auch nicht. Wir sagen zwar, ach, das ist ja ganz woanders, das geht uns nicht so viel an. Wir schicken den armen Menschen dann noch unseren Müll hin, damit sie auch ein bisschen Geld verdienen kann. Beuten diese Länder ja auch aus, indem wir irgendwie preiswerte und billige Rohstoffe oder auch ganze, wahrscheinlich kommt mein Hemd sogar irgendwo aus Vietnam oder aus Bangladesch. So. Und dann regen wir uns drüber auf, wenn auf einmal ein paar Tausend von denen bei uns an der Grenze anklopfen und sagen, wir hätten gerne was von dem großen Kuchen ab. Ne? So, das ist unser Verständnis von Leben. Mit anderen Worten, wir sind die robusteste Art auf der Erde und wir sind gleichzeitig die aggressivste Art und die skrupelloseste. Aber letztendlich ist es ja die Chance, die wir haben, mit unseren Kindern rauszugehen. Auch das sind ja letztendlich die, die es lernen müssen und auch den Umgang wieder mit Natur. Ja, aber die Frage ist, was vermittle ich dem Kind? Ja. Gehe ich mit dem Kind nur raus und sage, da oben auf dem Berg, da gibt es einen Eisstand und eine Bockwurstbude und wenn ihr das bis da hoch schafft, dann gibt es die Belohnung und kommt mal schön mit in den Wald. Oder vermittle ich wirklich den Wald als Lebensraum und sage, guck mal da, das sind Waldameisen, guck mal da, da ist eine kleine Eidechse. Der Vogel, der da hinten ruft, das ist nur ein Buchfink, als ich Kind war, aber guck ihn dir mal mit dem Fernglas an, der ist total hübsch, der ist auf bestimmte Lebensräume angewiesen und so weiter. Ne? Das sind eigentlich die Dinge, die ich sage jetzt mal im Großen heute vermisse. Und dieses Laufen durch die Natur, das chillt, das erhält die Gesundheit, sage ich mal. Du kriegst ein bisschen mehr Sauerstoff als in der Stadt, ja, und du bewegst dich vor allem. Endorphine werden freigesetzt und Dopamin und, ja, und ein bisschen Adrenalin. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Aber der nächste Schritt müsste eigentlich sein, den Wald wirklich beobachten, erkennen, mich mal irgendwo ruhig hinsetzen. Nur eine halbe Stunde an so einen Baum lehnen, Windrichtung checken. Du wirst erstaunt sein, was um dich herum, auch hier, jetzt haben wir ein bisschen laut gesprochen, aber wenn ich hier alleine wäre, was hier alles kreucht und fleucht. Ne? Weißt du, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja, muss man in so einen Wald rein, kann man nicht auf den Wegen bleiben? Das ist natürlich auch eine Haltung und eine Einstellung, die ich auch akzeptiere, aber die interessanten Sachen, jetzt können natürlich nicht tausende von Wanderern durch so einen Wald hier gehen, ne? Aber im Prinzip die interessanten Sachen, die spielen sich hier im Inneren von so einem Wald ab. Ne? Ja. Warst du so ein Waldkind, immer nach der Schule raus in den Wald und hast die Nachmittage da verbracht und bist sozusagen auf Entdeckungsreise gegangen? Naja, ich sag mal so, also wir haben zum Teil auch Schule geschwänzt, um in den Wald gehen zu können. Und wenn zum Beispiel die Hirschbrunft losging bei uns, ja, das war immer so ab Mitte September, da waren die großen Ferien vorbei, da hat eigentlich die Schule gerade wieder angefangen, da waren wir eigentlich nicht zu halten. Dann sind wir halt raus in den Wald, haben die Hirsche beobachtet, haben sie ja zum Teil auch, haben ihre Rufe nachgemacht, hatte ich mir so einen Hirschruf gebaut, wo man so röhren kann. Es war ganz simpel, es war aus dem Plastikrohr. Und irgendwann, da war ich vielleicht 7 Jahre alt, hat dann tatsächlich ein junger Hirsch geantwortet, wenn man diesen Ruf nachmacht. Und das war für mich dann so ein Erlebnis, einfach, dass ein großes, wildes Tier auf mich reagiert. Und zwar nicht nur mit Flucht. Mit Flucht ist ja die häufigste Reaktion von Tieren. Sondern dass dieses Tier tatsächlich also meinem Laut antwortet. Das hatte für mich was ganz Großartiges. Und das war einfach, ja, das war sozusagen mein Ruf der Wildnis. Dein Ruf der Wildnis, ja. Guck mal, wenn du jetzt hier über die Wiese gehst, was hier los ist. Ne? Ja, absolut. Guck mal hier, was hier ein Grashüpfern unterwegs ist. Ne? Ja. Ist doch toll. Ja. Also generell kann man eigentlich sagen, das, was diese Krefelder Studie da ergeben hat, dass wir 80% der Biomasse verloren haben an Insekten, ja. Das ist ja ein ganz erschütterndes Beispiel. In so einem Holz findest du überall Käfer, Larven, Engerlinge,
Sporen, Pilze, hier sind schon die ersten. Es ist feucht hier drin, obwohl ja die Sonne drauf scheint, hier ist es schon nass. So, das heißt, es ist ein Lebensraum für ganz viele Tiere, die wir zwar nicht so beachten, die aber für dieses Ökosystem Wald extrem wichtig sind. Ne? Hier leben rote Waldameisen, die holen sich ihr Baumaterial hierher und, und. Also für den Wald ist es auch wichtiger, dass es rote Waldameisen gibt, als irgendwie Rehe oder Wildschweine. Das ist das Entscheidende. Und um das zu verstehen, muss man beim Wandern auch mal innehalten und sich solche Sachen angucken. Ja. Merkst du was hier in dem Wald? Hier drin? Frischer? Genau. Von der Temperatur her, ne? Ja, ist deutlich kühler. Ist es kühler? Ja. Genau. Und der Wald hier, der hat definitiv 3 bis 4 Grad weniger Temperatur als jetzt der Wald, in dem wir eben waren. Das heißt, von solchen Wäldern bräuchten wir in Deutschland eigentlich viel mehr, weil wenn das mit der Klimaerwärmung so weitergeht, sind solche Wälder eigentlich im Prinzip eine natürliche Klimaanlage. Ne? Voraussetzung ist aber für diese Wälder, dass es genug Wasser gibt. Eichen sind nicht ganz so durstig, aber diese Rotbuchen, die brauchen am Tag so ihre 300 bis 400 Liter Wasser. Die brauchen die für den Baum, aber sie geben sie auch wieder ab über die Blätter. Aber diese Wälder sind für uns, speziell in Deutschland, eben unschätzbar wertvoll und wichtig, weil sie eben ja, einen ganz großen ökologischen Auftrag erfüllen. Ne? Das hier ist eine alte Fichte. Das erkennst du erstens mal an der Stärke des Baumes. Dann natürlich hier an dieser Rinde, die komplett zerfällt. Das ist typisch, ne? Guck mal, hier sitzt zum Beispiel ein großer Laufkäfer. Und zwar heißt der Käfer Lederlaufkäfer. Und der hat eine Eigenart. Wenn ich den jetzt anfasse, also noch riechst du nichts, ne? Oder? Riechst du was? Nö. Nee. Nö, jetzt pass mal auf. Das Holz aber. So, jetzt nehme ich den mal so in die Hand. Der ist noch ganz frisch geschlüpft. So, und jetzt riech mal in meiner Hand. Oh. Ja. Oh. Hast du gerochen? Allerdings. Ja. Das ist seine Abwehrstrategie. Ja. Ja. Das ist seine Abwehr. Und ich könnte mir jetzt 3-4 Mal die Hände waschen. Mhm. 2 Tage lang. Der Geruch ist immer noch nicht also weg. Also du hast jetzt noch was davon? Ich habe da ganz lange jetzt was von. Ja, ja, ja. Aber die Fressfeinde wissen, alle, die so aussehen, die können wir nicht essen und schon gar nicht aufpicken. Da riechen wir tagelang furchtbar, wobei Vögel nicht gut riechen können. Aber die haben einen Geschmackssinn, wo sie das einfach erschmecken. Ne? Das heißt, die haben gar keine Fressfeinde? Nee, die haben keine Feinde. Der einzige Feind ist, ja, ist Insektizide. Ne? Du bist ja nur sehr viel unterwegs draußen in der Natur. Spielt Religion für dich eine Rolle? Spiritualität? Religion ist eigentlich eine ganz einfache Sache, aus meiner Sicht. Es gab früher, gehen wir mal 10.000 Jahre zurück, da gab es viele Dinge, die man einfach nicht erklären konnte. Ne? Oder man hatte Ängste, man hatte Nöte, man hatte Hoffnungen, man hatte aber auch schon Glücksgefühle. Also die Menschen waren ja vor 10.000 Jahren, wie wir heute, waren nur technologisch nicht so weit. So, und dann hat man irgendwann gesagt, wir hoffen, dass wir eine gute Ernte haben. Also das Ganze wurde dann eben spirituell auch mit irgendwelchen Ritualen gefeiert oder es gab Opfergaben. Und das ganz Entscheidende war, das ist ja die Frage, die uns bis heute beschäftigt. Ja? Das ist eine der größten Fragen. Mich beschäftigt sie übrigens gar nicht. Ist die Frage, was passiert mit mir nach meinem ersten Tod? Wie geht's mit mir weiter? Und auf einmal kamen Religionen auf, die darauf eine ziemlich plausible Antwort hatten auf diese Frage. Nämlich, du fährst in den Himmel oder ich glaube ins Paradies oder wo man nicht überall hinkommt. Im Buddhismus oder sagen wir mal im Hinduismus wird man reinkarniert. Dieser Glaube nach ewigem Leben oder dieser Wunsch nach ewigem Leben, das scheint offensichtlich so eine, ich sag mal, eine Erfindung der Moderne zu sein. Aber eins weiß ich, wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann bin ich nicht mehr wert als ein Wildschwein oder ein Reh oder nehmen wir mal nur einen Waldhasen, der hier verendet ist, der in diesem Wald so langsam vermodert und von den Ameisen und Waldinsekten langsam aufgefressen wird. Und es ist Schluss. Deshalb versuche ich, in der Zeit, in der ich lebe, möglichst was Gutes zu tun und vielleicht auch die Hoffnung zu haben, dass sich der ein oder andere an mich erinnert.
Mein Leben stand schon ein paar Mal auf der Kippe. Das erste Mal bin ich von einem Wildschweinkeiler schwer verletzt worden. Da habe ich hier noch die Narbe davon und hier beide Arme, also hier aufgeschlagen. Ich lag dann unter dem Wildschwein so und habe mich dann geschützt. Also, und der Keiler, hast du an dem Stamm da drüben gesehen, hatte mir alles aufgetrennt und hatte mir noch Schulterblatt angebrochen. Das war 1995, schon lange her. Und ich wäre im Wald fast verblutet. Aber das ist ja ein normaler mechanischer Unfall, wo man sagt, ja meine Güte, so what. Aber ich hatte auch schon Giftschlangenbisse. Ich hatte das in Indonesien, da hatte mich eine hochgiftige Seeschlange gebissen. Und dann fragte meine Kollegin, ja, was macht man jetzt? War nur einer, noch einer auf der Insel. Sagte, wir können gar nichts machen, der stirbt heute Nacht. Und das habe ich noch mitgekriegt. Das hast du gehört? Ja, klar. Ja, ich konnte mich noch nicht mehr bewegen. Also es war, ich habe einen Biss hier oben ins Gesicht bekommen von der Schlange. Und um gucken zu können, musste ich so, also das ging noch mit der Hand, musste ich so die Augenlider hochmachen. Ne? Sterben gehört zum Leben dazu. Wir wollen das nicht mehr wahrhaben. Oder beziehungsweise wir akzeptieren das nicht mehr. Ja? So, jedenfalls nicht mehr in dieser Form. Und wir verdrängen das, wie wir andere Dinge auch verdrängen in unserem Leben. Jetzt zeige ich dir mal was ganz Besonderes. Das ist, auch wenn sie nicht besonders groß aussieht, das ist die älteste Eiche, die hier weit und breit steht. Und schau mal, wenn du hochguckst zu dem Baum, da kommt der Baumsaft raus. Dann tropft es hier auf die Erde. Und wenn du das hier aufnimmst, also hier, ja du auch, Cleo, dann ist das ist ganz süßlich. Das ist der Baumsaft. Riecht viel besser als der Käfer. Ja, riecht viel besser als der Käfer. Aber jetzt, guck mal hier, das sind die Überreste von einem großen Hirschkäfer. Ne? Die werden als fertiges Insekt nur 2 Monate alt. Das ist hier das Kopfteil. Das ist schon riesig. Ne? Ja, aber das ist sozusagen, ist ja auch der größte Käfer, den wir in Europa haben. Ne? Lucanus cervus, der Hirschkäfer. Das Weibchen hat nur ganz kleine Beißzangen, aber er hat eben diese großen ausgeprägten, also wie ein Rothirsch, so ein Geweih. Deshalb heißt er eben auch Hirschkäfer. Die leben, wie gesagt, 7 Jahre als Ei, als Puppe und als Larve in diesen großen Eichenstöcken. Fressen dann ungefähr ein Kubikmeter Eichenmulm. Wahnsinn. Und im 7. Jahr sind die jetzt Ende Mai aus der Erde gekommen. Und dann leben sie ja 2 bis 2,5 Monate. 7 Jahre brauchen die und dann leben sie 2, 2,5 Monate. Ja, ist eine der längsten Metamorphosen, die ein Insekt hat, also eine Entwicklung. Ja, spannende Tiere. Und der größte Hirschkäfer, der hier jemals gefunden wurde, das war dieses Exemplar? Das hier? Nein, ja. Ja, genau, das genau, war das so, war, der also war, Urzeit Moment, noch, ne? Warte mal, 4, 7, es waren 14 Ender. Also so ein Geweih ist nichts weiter als ein Knochen. So wie wir sie innen haben, ne? Nur dass das außen wächst. Und in diesen Gefäßen hier laufen die Blutadern lang. Und das Ganze ist ja noch überzogen mit so einer bastartigen Haut. Also genau, also wie Samt. Samt, genau. Samt. Ja. Der Jäger nennt das auch Bast. Ne? Und wenn du so ein Hirschgeweih anfassen würdest, also an einem Hirsch, wo es gerade wächst, das ist knalleheiß. Es hat 37 Grad, weil das so stark durchblutet ist. Und die sterben letztendlich daran, dass ihre Zähne, also die Prämolaren und die molaren Zähne, so weit runtergeschliffen sind, dass sie nicht mehr kauen können. Also mit anderen Worten. Die verhungern. Oh, also biologisch könnten sie von den Organen und so weiter her, könnten sie durchaus älter werden. Bei Elefanten ist genau dasselbe. Elefanten könnten 100 Jahre alt werden. Die ältesten Elefanten sind vielleicht 70 Jahre, weil die Zähne dann so flach sind und die dann einfach sterben. Guck mal, das finde ich relativ häufig hier im Wald. Also Schädel oder Knochenteile, das ist ganz eindeutig ein Schädel von einem Dachs. Von einem Dachs? Ja. Das erkennst du einmal daran, dieser sehr kompakte, große Schädel. Dachse haben immer hier oben diesen, ja man nennt das eigentlich Schädelkamm. Aha. Also siehst du hier die prämolaren Zähne und die molaren Zähne, wie abgeschliffen die sind. Das ist ein alter Dachs. Ich denke mal, dass der einfach an Altersschwäche gestorben ist. Wäre jetzt nur wichtig, also wenn man sowas mal Kindern erklären will, der ist praktisch steril. Guck mal, selbst Cleo hat davon kaum noch Witterung, ne? Cleo? Ja. Oder? Kennt ihr euch? Also zum Beispiel Federn von Wespenbussarden, Rotmilan, Schwarzstörchen, Uhus. Mhm. Das sind streng geschützte Arten. Also, da darf man nichts von mitnehmen. Also am besten angucken, da wo es ist, sich in die Hand nehmen, Foto machen und dann wieder hinlegen. Wieder hinlegen.
Ja. Damit es der Nächste mitnehmen kann. Ja. Können wir gehen. Genau. Lass uns gehen. Naja, und so ist das hier. Also du gehst durch den Wald und findest immer was. Ne? Genau. Also in so einem Wald. Ja. Vor allem, weil hier eben auch so wenige Menschen unterwegs sind. Ja. Ne? Also hier kommt ja keiner her. Das, also was ich jetzt alles gelernt habe, bei unserer kleinen Wanderung, sage ich mal, das hätte jetzt den ganzen Tag noch weitergehen können. Ich war erst der Anfang. Es war erst der Anfang. Ne? Also ich komme gerne wieder und dann erzählst du mir noch viel mehr. Aber man kann das ja auch nachlesen, das Ganze. Ja, also das neue Buch von mir, Kielings kleine Waldschule, da geht es ja um viele Sachen, auch eben auch tatsächlich um Rechtsfragen. Also wo darf ich überhaupt im Wald kampieren oder zelten? Ne? Ja. Das und solche Geschichten, alles andere, aber auch ein bisschen Bestimmung und letztendlich soll das Buch wieder Lust machen, rauszugehen. Ne? Ja, und das können wir alle gebrauchen. Ich glaub, das können wir alle gebrauchen. Jeder Einzelne und da kann man nur zu ermuntern. Ne? Mhm. Andreas, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, ja, gerne, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir laufen uns wieder irgendwann in den Wäldern der Eifel über den Weg, wo es sonst könnte passieren. Ja, genau. Danke. Also, servus. Mach's gut.